Herr Laschet, ich will Sie noch mal nach einem anderen Thema fragen. Und zwar gab es ja einen etwas denkwürdigen Vorfall, dass Olaf Scholz plötzlich umarmt worden ist. BKA ist nicht eingeschritten, da hat sich jemand einfach mal seinem Konvoi angenähert. Sie waren auch ja jahrelang Ministerpräsidentin NRW, immer von Personenschützern auch begleitet. Glauben Sie, dass so ein Vorfall, oder was macht der mit dem Vertrauen eigentlich auf das Sicherheitsgefüge um einen herum? Also ich habe einen ähnlichen Vorgang erlebt, nicht, dass mich jemand umarmt hätte, aber im Wahlkampf war jemand in Erfurt, stellte sich nachher heraus aus der Querdenker-Szene, der auf das Podium sprang und quasi plötzlich einen Meter neben mir stand. Und auch da haben die Sicherheitsbeamten nicht schnell genug reagieren können. Sie wollten ihn damit Gewalt wegbringen. Ich habe gesagt, er soll seine Frage stellen, um auch die Situation zu deeskalieren. Und ich glaube, der Bundeskanzler hat ebenfalls eher entspannt reagiert in diesem Augenblick. Man wird ja nicht ständig umarmt als Bundeskanzler. Nur er hätte auch was anderes passieren können. Und deshalb muss sicher das BKA und alle, die da beteiligt waren, noch einmal evaluieren, wie kann man eigentlich sowas verhindern. Aber das heißt, ich nehme noch mal das Gefühlige sozusagen ein bisschen auf. Das heißt, das hat Sie jetzt nicht nachhaltig erschüttert? Nein. Mich hat auch damals der Vorgang nicht erschüttert. Und ja, ich glaube, wenn man ständig in der Angst lebt, wenn man auch Personenschutz hat, dann wird man auch kein glücklicher Mensch. Man vertraut darauf, dass alles gut geht. Und in dem Fall ist es ja auch gut gegangen. Und ich denke, für die Zukunft wird es besser. Ich glaube aber, dass Olaf Scholz jetzt nicht emotional dadurch sehr belastet ist. Er hat, glaube ich, eine ähnliche Gelassenheit wie ich auch. Sehr vermutlich. Herr Armin Laschet, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Bitte schön. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.